So. Zack. Sieht gut aus. Und damit einen wunderschönen Abend zu einem... Guten Abend, mein Herr. Ja, wunderschönen guten Abend. Er ist wunderschön. Genauso wie ich. Hallo und herzlich willkommen auf der KV-Frequenz hier. Und das hättest du machen müssen, als unsere Gesichter noch nicht drin waren. Aber jetzt können die Leute sehen. Du sollst das nochmal ausmachen und nochmal machen. Wundert mich eigentlich, also wir sind ja mal vor ewiger Zeit auf Facecams. Oh, wollte ich das spielen? Nein, ich wollte was anderes spielen. Umgestiegen? Ja, auf umgestiegen. Wundert mich eigentlich gar nicht, dass wir seitdem keine Abonnenten verloren haben. Mich allerdings auch. Ja, die Frage ist, was wollen wir jetzt spielen, ne? Du hättest ja erstmal unseren Plan erklären können. Ich meine, er steht zwar auch in der Beschreibung, aber... Ja, wir werden, also ab 21 Uhr, sind so eh die meisten Leute nicht da, ab 21 Uhr gibt es halt eine Roadmap für das nächste Jahr, was es nächstes Jahr alles in Gwent kommt. Und dann werden wir mal ganz kurz zu CD Projekt Red rüberschreiben. Und uns dann angucken, was es da gibt. Das heißt, heute wird es wahrscheinlich nur etwas weniger Spiele geben, die wir jetzt schon verschwenden, die im Deckbilder sind. Arm FNX, Arm Freeman. Und dann werden wir da mal rüber gucken. So, warte, was hatte ich hier? Das war der... Die Schilp. Wir machen mal, wir spielen mal ein paar Runden voll. Wenn es nicht läuft, dann können wir immer noch wechseln. Wenn du eine Gwent-Karte wärst, welche wärst du? Willst du das wirklich wissen? Ja. An Grey, nein. Nein, ich glaube nicht. Was wärst du für einer? Krebsmenschen. Kennst du die Krebsmenschen? Crab people, crab people. Das hat auch im Englischen hat das ist kommt es besser, weil es eine doppelte Bedeutung hat. Naja. Okay, also. I'm great. Welche Gwent-Karte wäre Philipp? I'm great. Der Labakin. Will ich da irgendwas ablegen? Eigentlich nicht, ne? Wir haben zwei Drachen, das heißt, wir können Egg auch sofort ich auslösen. Falls er in die hintere Reihe spielt, haben wir direkt eine Trebuchet. Trebuchet. Wir haben nur, ja. Okay. Möchte ich das Schiff gleich also kaputt sein machen. Vater ist Coach. Ja, das haben wir ja gestern schon geklärt, ne? Gut aufgepasst. Ich hasse dich. Kriegst ein Bienchen. Ich hasse dich. Ike von Denzel. Da Cordwell wahrscheinlich nie Kinder hatte, wird er wahrscheinlich der Hund sein. Das ist vielleicht Cordwell. Es gibt sogar einen Cordwell Jr. Ja, es gibt einen Cordwell Jr., ja. Aber den wirst du nur in der Geschichte treffen. Ach so. Hey, listen here. Listen well. Listen. Wir haben gar kein cooles Opening gemacht heute. Warum sollten wir cooles? Fächer 90er Jahre Musik. Okay. Guten Karpfenkrank, hab wieder das Gwent-Feel. Hallo, Please Steps. Hallo. Aloha. Oh, Please Steps ist schon wieder krank. Du wärst ein... Ja? Eisriese. Wieso wäre ich ein Eisriese? Weil du kalt und groß bist. Du wirst eine Flüsterin. Du bist eine Mutti. Und dann bist du ein Wasserweib. Ja und? Du bist eine Mutti. Toll. So. Nein, ich weiß gar nicht, welche Karte ich wäre. Wie soll ich das beantworten? Das ist halt schwer zu sagen. Er hat mal drei Köpfe mit einem Schlag abgehauen. Okay, mir hat er nichts zu bieten. So, ich möchte ganz gerne West ausspielen. Möchte den kaputt machen. Und möchte meinen Bot schlinken. Ach nein, du warst ja die Brauerin. Stimmt. Warum bist du so gemein zu mir? Außerdem ist die Brauerin die coolste von denen. Dominiumskriegsschiff, okay. Darf ich mal sagen, dass er ein sehr merkwürdiges Deck spielt? Where is Sabrina? Okay. Leider nicht ganz so schön geworden. Ja, die Konsole hat momentan leider noch ein paar Probleme. Und was erwartet ihr heute?
Naja, eigentlich nicht so viel, weil vorher auch nichts angekündigt worden ist. Eigentlich, na doch, eine Erweiterung oder so, ne, eine neue Erweiterung, sowas. Ja, ein Deckwunsch. Dann den Deckwunsch einfach mal uns irgendwie schreiben. Irgendwie zukommen lassen. Wenn du eine Deckidee hast oder sonst was, einfach zukommen lassen. Wenn sie jetzt eine Deckwunsch haben, schreien sie jetzt. Was kann ich hier rausholen? Unter 0,180. Anna, ich will eigentlich kein Prinz Willem ausspielen, weil wir wollen entweder Anna, Algarra, also wir wollen halt ziemlich gute Karten. Mach ich doch gerade. Na, wenn du eine Deckliste hast, dann bitte woanders schreiben. Wenn es einfach nur ein Wunsch ist, dann kannst du es, glaube ich, auch hier schreiben. Glaube sogar, ich spiele Sense. Weil, wenn du eine Liste hast, dann wird sich das hier, glaube ich, keiner merken. Jetzt aber schnell mit der Controller-Steuerung. Eine Liste habe ich nicht. 1, 2, 3, 4. Wie soll ich denn mein Deck euch zukommen lassen? Per E-Mail. YouTube kommt, man kann es in YouTube-Kommentare schreiben. Es gibt Leute, die schicken es auf Twitter mit Bildern. Instagram, Facebook. Ja, Facebook guckst du. Facebook gucke ich sehr selten. Okay, weißt du, was ich da mache? Ich passe einfach. Hubert NR-Deck gespielt. Ah, NR. Gegen Hubert haben wir auch schon. Also, wir haben eins mit Edda gemacht, ne? Wir hatten ein Deck mit Edda. So, er hat zwei Karten weniger. Ich weiß nicht, ob das ihn so glücklich stemmen wird. Ich wäre bestimmt ein Zwerg. Aber wenn ihr irgendwelche anderen... Weißt du was? Nein, weißt du, was du wärst? Was denn? Wie hieß die Karte noch gleich? Ich hab den Namen vergessen. Barnabas Beckenbauer. Nein. Beckenbauer? Der mit der Zicke reitet da. Ich mag den Typen. Das hattet ihr also sogar schon. Anscheinend. Ja, in so einer Form. Also ich weiß nicht, ob es genau dasselbe ist, Deck, wie du spielst, aber ja. Nein, er hat gegen eins gespielt. Ach so, ich mag Hubert. Ich mag Hubert nicht. Süßer Typ. Oh ja, das stimmt. Könnte ich vernaschen, den Typen. Lecker. Meinst du, er spielt Artefakte? Ah, ich spiele meinen Aberlisten raus. Der Gay Pride Kappa. So. Lass doch mal die armen Homos in Ruhe. Ja, kommentier es einfach morgen bei YouTube. Du kannst es auch jetzt schon. Du kannst eine alte Deckschmiede-Folge posten. Das ist auch immer ganz gut. Wir kriegen es ja trotzdem irgendwie mit. Ja, wir werden die irgendwie schon mitkriegen. Okay, was will ich ablegen? Was will ich nicht haben? Ich sollte einfach mal wieder die Kommentare bei reißen, denke ich. YouTube aktivieren. Jetzt werde ich auf jeden Fall mit Prinz Wilhelm, Anna oder Gaunt da rausziehen. Was will ich noch ablegen? Brauche ich den Trebuchet? Warte, wo waren das hier? Okay, jetzt werde ich auf jeden Fall Anna rauskriegen mit Prinz Willem. Das ist in Ordnung für mich. Das ist eine ganz gute Hand sogar. Ich glaube, die behalte ich sogar so. Und wir fangen mal an mit Nenneke. Lass die gehen. Also wie gesagt, wenn ihr uns irgendwelche Deck, es gibt so viele Möglichkeiten. Einfach einen YouTube-Kommentar schreiben, E-Mail würde auch gehen. Wir haben sogar auch Decks über E-Mail bekommen. Ich muss nur langsam mal anfangen, die auch zu machen. Zironex hatte er schon raus, ne? Ja, Zironex war schon raus, Reaches war auch schon raus. Okay. Noch einen Sihil-Fix. There is already a tome about everything. Ba ba ba. Sollen sie einfach ein Limit setzen? Über 5 wird's absurd. Über 5 hast du schon verloren. Also ja, Sihil ist momentan echt eine Karte. Oder einfach nur alle 2 Runden aktivierbar machen. Sind eigentlich mal wieder machen, große Turniere angekündigt. Ich glaube bis jetzt noch nicht. Die wollen erstmal Balancing in das Spiel reinkriegen. Und solange sie das nicht haben, wollen sie keine größeren Turniere machen. Wollten wir nicht mal ein Turnier machen? Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. So, ich krieg jetzt Anna raus. Naja, ich krieg Anna raus. Ich glaube, wir könnten ein Turnier organisieren, aber wir könnten, glaube ich, nicht mitmachen. Lass doch einfach mal ein Turnier organisieren. Und dann können wir das ja streamen. Irgendwann. Also wir werden bestimmt noch irgendwann unser Turnier organisieren. Ich weiß nur nicht wann.
sollten wir mal demnächst machen. Ich glaube, das wurde. Siehst du? Koribo, ich wäre dabei. Siehst du? So schwer ist es ja nicht. Also, man bräuchte erstmal eine Teilnehmerliste. Dingens hat ein relativ cooles Turniersystem, ne? Artifact. Da könnte man wunderbar Turniere machen. Sowas hätte ich auch ganz gerne in Gwent, aber sie haben schon gesagt, dass sie sowas erst sehr spät einbauen werden. Philipp spielt, glaube ich, nie Pro Ladder. Spielst du auch mal Pro? Wir spielen die Pro Ladder. Also wir müssen uns erstmal dafür qualifizieren und wir spielen eigentlich fast nur Ranked, wenn wir so am Stream sind. Und da wir eigentlich hier mehr mit dem Chat reden, denke ich auch nicht, dass wir so schnell auf die Pro Ladder zukommen. Also ich wäre dafür, dass wir nächstes Jahr ein Turnier machen. Please Steps wäre nicht dabei. Okay, Please Steps. Muss der nicht. Ist ja nicht schlimm. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass gerade du uns enttäuscht. Dann würde ich das einfach so als YouTube-Ankündigung machen. Mit Liste unterm Video posten. Wer sich eintragen mag. Gibt doch bestimmt irgendwas online, wo man eine Liste erstellen kann. Stand and fight, cowards! Stand and fight, cowards. Möchte eigentlich nicht zu sehr eine Karte boosten, weil ich habe Angst, dass er noch sowas wie ein Beckers Teerspiegel hat, ne? Ich habe heute Rang 6 geschafft. Versuch gerade auf die Pole. Ja, wie gesagt, also wir spielen dafür viel zu wenig Ranked. Dass wir es irgendwann mal hinkriegen. Also ich glaube, so ab Rang 5, 4, also beim letzten Mal war es, also in der letzten Monat war es halt so, dass da relativ an- oder Probleme waren, sag ich mal. Könntest du es aber durchaus schaffen. So. Ich habe noch zwei Instants, die ich aktivieren kann. Ich möchte, glaube ich, erstmal den ausspielen, weil wir den nicht wirklich brauchen. Mach hier nochmal einen Punkt. Wir liegen schon relativ weit vorne, ne? Boah, Krach! Ich glaube, den lock ich. The child, return her to me. Ich habe stimmt, so ich könnte nicht mitmachen, da ich ja nur auf Konsole spiele. Also man könnte ja auch für Konsole was machen, ne? Ob jetzt sagen wir mal, wir machen ein Turnier für Leute auf dem PC. Und auf Konsole. Wir machen Titel für Leute auf Konsole, die PlayStation 4 oder Xbox. Wobei können PlayStation und Xbox sich hintereinander Freunde adden? Ist auch nicht möglich, ne? Okay, wir haben schon gewonnen. Das ist alles blödsinnig. Warum gibt es kein Crossplay? Ja. Aber ich glaube, Xbox-Leute können... Also es gibt Crossplay, aber nur ungewollt. Also so Ranglist oder so ist Crossplay. Ah, ne? Oh, guck mal, wir sind wieder Rang 8. Aber man könnte es ja erstmal für PC machen. Gucken, wie viele da mitmachen. Können auch mit sehr strikten Regeln spielen. Dass man nicht immer wieder dieselben Decks sieht, sondern wir können halt sagen, jedes Deck muss unter... Ja, ich glaube, dass Gwen Cosplay auch gut gebrauchen könnte. Oh, ist auch gut. Aber es ist halt immer so schwer, weil das ist wegen den Konsolen nicht möglich, ne? Also du hattest ja auch damals kein, oder Fortnite hat ja auch kein Cosplay, weil PC darum gebockt hat. Gwen hat Cosplay. Aber nur nicht gewollt. Ohne sie hier, nein, wir nehmen alle Karten, aber immer andere Decks. Keine Artefakte. Aber da machen wir uns dann später mal einen Kopf drüber, glaube ich. Also du kannst mit Leuten spielen auf der PS4 und Xbox, ja, aber du kannst sie nicht als Freunde zuladen, das ist es halt. Du kannst, ich kann jetzt nicht auf dem PC sagen, ich will jetzt die Steps meiner Freundesliste haben. Ja, und dann würde das halt schon gar nicht mehr funktionieren mit dem Turnier. Wir haben nicht wirklich viele Order-Karten, ne? Ich möchte auch nichts wirklich ablegen. Wir haben auch nicht wirklich viele Goldkarten gerade. Ja, ja! Und er hat eine Magnet Division. Fange ich erstmal mit. Und dann wäre wahrscheinlich am Wochenende am besten. Also Crossplay ist da, aber nicht wirklich. Na, nee, ist nur halbes. Ist halbes Crossplay. Das ist nicht Cross, sondern das ist Strichplay. Weil da fehlt ein kleiner. Linearplay. Ja, Linearplay. Here's our chance. Ach, guck mal, das ist eine schlechte Karte entfernt. Aber so bei Ego-Shooter-Spielen verstehe ich das halt auch, dass man da sagt, okay, Crossplay ist... Ja, aber so bei Kartenspielen, ich meine, hier spielt es ja nicht... Ja, eben. Der jetzt? Eine Trident. Okay, wir haben... Er hat uns eigentlich nur schlechte Karten entfernt, da bin ich nicht mehr wirklich böse. Das Gute ist auch, dadurch, dass wir gegen Nilfgaard spielen, wird da viel in der Reihe spielen und wir können Zerreißen nutzen. I'm a Blister, your command. Lariat!
Oder Lyrien. Fortnite ist mittlerweile auch Crossplay. Ja, aber PlayStation hat da rumgebockt. Na, PlayStation hat am Anfang da... Ja, ich würde es aber auch ehrlich gesagt nicht machen, wenn ich PlayStation spielen würde. Die Frage ist, möchte ich noch einen von diesen ausspielen? Dass man neue Accounts braucht für die einzelnen Plattformen. Ja, aber jede Plattform möchte Geld verdienen und möchte auch irgendwo die Server bezahlen, ne? Kann das schon verstehen, dass PlayStation jetzt nicht sagt, okay, übernimm einfach die ganze Galerie vom Computer oder von deiner Xbox. Das ist schon irgendwie sinnvoll. Ich kann den noch ausspielen, weil der wird mir nicht wirklich viel bringen. Der würde ja von den Punkten reichen, der würde locker von den Punkten reichen. For the Queen! Natürlich, ich würde auch nicht doppelt kaufen. No. Ja, niemand würde doppelt kaufen, weil es macht wirklich, wie ich schon gesagt habe. Doch, ich glaube, das machen Leute. Gibt Leute, die doppelt kaufen? Ach klar. Wer kauft denn doppelt, bitteschön? Kaufen tue ich hier gar nichts. Ab die Steps ist wieder der Geistkragen. Was? Da muss ich nicht zahlen. Nö, gibt's ja auch Leute, die einfach das Free-to-Play spielen wollen. Das ist doch auch okay. Hm. Und ich meine, bei Gwent hat man halt gute Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was seine letzte Karte ist, ne? Sollte ich lieber eine kürzere Runde eingehen? Sollte ich lieber eine längere Runde eingehen? Ach was. Ich habe die zwei Starter-Sets für 35 Euro. Ja, also wir haben auch die Starter-Sets geholt, ne? Ich glaube nochmal, also ich glaube, wir haben so in Gwent 50 Euro reingesteckt. Ich weiß es gar nicht, wie viel es genau ist. Aber einfach nur, um die Leute zu unterstützen. Einfach nur zu sagen, ey, hier... Wir finden euer Spiel cool. Wir finden das cool. Seitdem ich Artefakt angefangen habe zu spielen, das hat auch schon Freddy Babes gesagt, oder seitdem ich wieder Hearthstone angefangen habe zu spielen, mag ich auch wirklich Gwent mehr. Doch, ist wirklich so, weil da merke ich halt so, okay, Gwent ist doch eigentlich so, ja, wenn man es viel spielt, dann ist es vielleicht langweilig, aber wenn ich es in Maßen genieße und zwischendurch auch mal andere Spiele spiele, dann muss ich sagen, ist Gwent eigentlich momentan so das für mich beste Kartenspiel da draußen. Ja, du kannst auch bei Gwent sehr schnell gute Decks bauen. Außerdem finde ich auch, dass man bei Gwent jetzt nicht unbedingt die fettesten Decks braucht, um sich Karten zu sammeln. Um sich Karten zu sammeln? Okay, ich hätte ganz gerne eigentlich noch meine Goldkarten. Na, durch Wins und so. Dass du halt auch gut Wins bekommst, wenn du... Zargen brauche ich nicht. Brauche ich zerreißen? Ja, ja, ich weiß schon, was... Jetzt einfache Decks baust. Will ich wirklich die Reinforced haben, die kann er einfach so blocken, ne? Mist, ich habe schlechter nachgezogen. Na, egal. Ich wollte ja eigentlich auch mal Yu-Gi-Oh! Spielen. Aber ich kann nur noch dieses Duel Link spielen und es irgendwie... Ja. Godsend of Plenty in dem. Bei Hearthstone spiele ich nur drei Fraktionen. Das Hearthstone könnten wir auch mal wieder spielen. Hearthstone sind die Klassen. Hör doch mal auf zu schreien. Leider nur eine Reichweite. Da habe ich damit zwei Adventure gekauft, sonst ist es ein Free-to-Play-Account. Sonst wird es sich zu teuer. Okay. Reich Klassen. Irgendwann heißt, sind Klassen? Noch, das heißt Klassen? Naja, nur drei Fraktionen, aber es sind Klassen. Ja. Aber ist egal, wir wissen, was du meinst. Es ist egal, ob Klassen oder Fraktion. Artikuliere dich, wie du möchtest. Das ist nicht, darum mag ich sie der auch noch. Der gurgelt noch so schön beim Brüllen. Für wenig. Der wird hundertprozentig den blockieren. Lass mal Cosplays holen. Du holst den Cordway-Cosplay und ich, keine Ahnung. Sag jetzt nicht die Weberin oder so. Weißt du, wie aufwendig dieses Cosplay sein wird? Also für mich ist die Brauerin gar nicht so aufwendig. Ich brauche nur so einen Flechtkorb vom Kopf, der Rest geht. Okay, und ich muss mich rasieren, ja? Okay, das gebe ich zu. Wieso, aber wenn du den Korb auf dem Kopf hast? Komm her! Ich muss mich auch so rasieren. Oh, danke fürs Folgen! Dudedor! Dudedor, Dudedor, Dudedor! Kennst du schon Elvis Dudedor? Oh, hi, er tolt us! Hi, er tolt us! Er tolt us, er tolt us! Brauchst nur den Hund, ich nehme einfach den von deiner Mutter, der passt dafür. Ja!
Let's make this quick. Das Problem ist, das sagt er zu seinen Frauen auch immer. Also ich würde eigentlich ganz gerne den kaputt machen. Wenn ich jetzt allerdings The Senses ausspiele, um ihn da kaputt zu machen. Das ist Senses. Dann kann ich nicht Ake sofortig aktivieren. Das heißt, ich müsste den Gaunt da aufmachen. Hallöchen, schön, dass du dazugestoßen bist. Ich hoffe, es gefällt dir. I never cheat. Die größte Voraussetzung ist halt auch, dass Prinz Willem uns nicht Anna aus dem Deck rauszieht, ne? Weißt du, wen ich auch ein bisschen vermisse? True Darkness. Der war auch schon lange nicht mehr da. Der war am Montag da und hat nach Slake gefragt. Ja, am Montag, aber das ist unüblich. Okay, er spielt, es ist das Hexerdeck. Tag in der Runde, hallo Dudedor. Muss morgen wieder arbeiten. Ich kaufe mir nächstes Jahr noch einen neuen Geschirrspüler. Das wird gut. Dein Leben ist hart. Mein Leben ist hart, ja, ist es auch. Mein Geschirrspüler ist kaputt. Was denkst du, wie hart das ist? 3-Personen-Haushalt und der Geschirrspüler ist kaputt. Nee, Slake war seit einer ganzen Weile nicht da. Ich könnte ihn ja mal fragen, was bei ihm los ist, aber ich denke, ihm geht es immer noch nicht so gut. Also was hundertprozentig mit Slake nicht stimmt, ist mir auch nicht. Nee. Ich weiß nur, dass er im Krankenhaus war, auf der Intensiv. Das ist halt... Gucken, was wir hier rausziehen. Aber das hat er auch auf seinen... Es ist natürlich Anna, ne? Es musste natürlich Anna sein. Auf seinen Insta-Account gepostet, dass es ihm derzeit nicht so Bombe geht und dass er im Krankenhaus war. Wir hoffen auf alle Fälle, dass es ihm bald wieder besser geht oder dass es ihm schon wieder gut geht. Wir hätten Ogvis Seldkirk haben können, aber wir ziehen Anna. Und dass er bald wieder da ist, weil... Er ist schon so ein bisschen Stimmungsmacher auch, ne, im Chat. Wir machen damit insgesamt 10 Punkte. Er gehört einfach dazu. Wir haben noch 20 Punkte auf der Hand. Er muss 20 Punkte mit 2 Karten toppen. Good Content. Philipp, good Content. Deine Gwent-Videos sind super. Ich habe einen Tag auf YouTube gefunden. Good Content. Danke, Dudedor. Zum Glück mache ich da nicht mehr mit, sonst würden die Leute nicht gucken. Doch, ich denke dann auch noch. Jetzt die Frage, was will ich jetzt? Will ich erst The Senses ausspielen? The Senses. Oh, wir können das ja mal machen. Wenn wir mit Witcher fertig sind. Jule fängt wieder mit Gwent an. Neues Format. Was die letzte Karte, die ihr haben könnt, ich denke, es wird nichts Schlimmes, ne? Ich denke mal, ich spare mir das Zerreißen. Und damit ich hier einfach keine... Also, der hat letztens mal ein Video rausgehauen. Uiuiui, hört sich nicht so gut an. Ja. Okay, wir haben gewonnen. Na gut, wenn er das auch halt alles schon so ein bisschen veröffentlicht hat, dann... Ja. Na. Der Junge hat aber auch Pech, bin ich ja ganz ehrlich. So ist es leider manchmal im Leben. Wie spät haben wir es? 30? Wir müssen halt gucken. Wir können uns eigentlich auch noch, also wir können auch noch eine Event-Folge machen und dann Arena Deck der Liebe. Was dauert so lange, das Arena Deck der Liebe, ne? Ja, das dauert ganz schön lange. Und daher lassen wir es hier mal bei Ranked. Wir machen einfach ein bisschen Ranked und dann würde ich sagen, das war... Ich glaube, diese Woche werden wir eh nicht mehr Arena spielen und nächste Woche wird so die letzte richtige Streaming-Woche, weil danach ist Weihnachtswoche. Weihnachtswoche werden wir wahrscheinlich gar nicht streamen können. Es wird weiterhin YouTube-Folgen geben, aber wahrscheinlich keine Streams. Wir müssen nächste Woche Donnerstag, will ich übrigens, du weißt schon, was spielen. Nein. Das Versprechen. Ach so. Möchtest du jetzt endlich machen, ja. Ja, nächste Woche Donnerstag ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Gegen was spielen wir? Wir spielen gegen Nilfgaard. Uiuiuiui. Schon wieder Nilfgaard, ne? Der hat 2 Weihnachten keine Streams? Nee, wir sind eigentlich permanent also unterwegs. Fake News zu den Feiertagen, die sind ja am Montag, ne? Montag ist Weihnachten? Montag ist Heiligabend, dann... Ja, das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch fällt schon mal weg, weil die 3 Tage gehen gar nicht. Wie meinte Philipp vorhin, ich werde wahrscheinlich die ganzen Tage weg sein, weil ich so eine Flodder-Familie habe. Ja, hat sie wirklich. So riesig. Da bin ich aber auch die ganzen 3 Tage weg. Ja, ja. Nein, bitte nicht, verruf dir, bitte nichts Gutes. Verruf dir. Verbann was Schlechtes, verbann was Schlechtes. Bitte! Ich hasse dich und deine Verband ganze Philipps Familie. Bart. Das ist leider falsch. Was? For the Queen! Ja, please, Debs will trotzdem noch einen Stream. Ja.
Geht leider nicht. Kann ja von zu Hause aus streamen. Oh, und hier feiern wir gerade Weihnachten. Ich kann mir so richtig Please Steps vorstellen, wie er dann so allein so vom Fernseher hockt, so wackelt. Das ist nicht vom Fernseher so. Ja, genau. Guckt sich nur die alten Streamaufnahmen an. Nein, viel besser. Freunde. Er hängt einfach auf unserem Kanal, auf unserem Twitch-Account und da ist dann dieses Gwent-Bild. Ja. Das betet er an. Ja, ja. Wir sind manchmal fies zu Please Steps, aber er hat es auch verdient, der Junge. Ja, manchmal ist er auch fies zu uns. Er hat es auch vorher einfach verdient. Nein, hat er nicht. Ah, doch, eigentlich schon. Nein. Ein bisschen. Über den Kopf streicheln. Nein. Hat er nicht. Eigentlich möchte er nur Liebe. Ja, wer will das nicht? Ich bin zu Weihnachten zum Glück nicht zu Hause. Ich hasse Weihnachten. Oh, wir haben den Grinch in der Runde. Der böse, böse Junge. So. Ich finde Weihnachten gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass Leute das. Es gibt auch ein paar Aspekte an Weihnachten, die ich nicht mag. No passage. Den Materialismus. Den Konsum. Ja, unter anderem. Ich mag das, dass die ganze Familie zusammenkommt. Ja, das ist einzig schön an Weihnachten. Ich hätte jetzt furchtbar gerne zerreißen, ne? Wenn ich den wegschießen, ich denke mal ja. Vielleicht macht er den noch zu einer Sklaveninfanterie. Nee, ich finde Weihnachten schon okay und ich finde, man muss sich auch nicht immer mega die Sachen schenken. Würde mir völlig ausreichen, wenn ich mit meiner Familie da sitzen würde. Ich glaube sogar, ich passe nächste Runde. Ich will eigentlich noch, dass er was Starkes raushaut. Komm schon, spiel noch irgendetwas Starkes aus. Na, das sind Soldaten. Ich will aber, dass er irgendetwas Starkes ausspielt. Schade, dass wir Jennifer nicht im Detik drin haben. Das mit der Familie ist ja am schlimmsten. Okay, er hat den ausgespielt. Und wir passen. Weil da werde ich im Leben nicht drankommen. Das kannst du vergessen. Der Konsum ist das Beste, gibt ja. Jetzt spenden, da unten ist Spendling. Ja! Ja, für Weihnachten! Für Uncrate! Oh, wir haben eine Spende bekommen! Uncrate! Das war so schön! Oh, wir haben dich so lieb! Das Leben ist schon bitter. So. Allerbeste Freunde wie wir. Jetzt habe ich Angst. Vor wem? Vor Philipp oder vor mir? Vor uns beiden. Wahrscheinlich. Ich schenke mir einen hohen MMR. Auch gut. Es ist auf alle Fälle schön, Please Steps, dass du die Lust an Gwent wieder erlangt hast. Ja, nachdem sein Account gebannt war. Ja. Das ist echt bitter. Was? In 50 Jahren oder so wirst du über die Geschichte lachen können. Da wirst du vor deinen Enkelkindern sitzen. Obwohl er ja gesagt hat, er fängt nie wieder an, aber ja. Er hat es trotzdem getan. Das hätten wir hätten eigentlich, wir müssen den Streamer raussuchen, wo das gesagt hat, so Please Steps. Können wir das bitte als Daumenkino in unserem Shop später verkaufen? Wird das für tot. Oh Mann, ey. Warum sind wir heute so eklig? Ja, aber heute ein guter Tag ist. Muss an Witcher liegen. Die alte Kräuterhexe. Oh, die geht mir auch auf die Nerven. So, was will ich ablegen? Was will ich nicht aber haben? Aber wir hätten nicht den Weg einschlagen müssen. Wir haben es aber getan. Ich möchte eigentlich den Sergeant behalten. Möchte ich die Infanterie behalten? Ich hätte ganz gerne eigentlich einen zerreißen. Was ist die letzte Goldkarte, die ich aus meinem Deck rauskriege? Ja, da sind noch ein paar ganz gute drin. So, was will ich ablegen? Welchen Trident ablegen? Ist zu risikohaft, ne? Denn wir so gut, da kann er ganz. Wobei ich denke nicht. Hat er gesagt, er kommt zu Homecoming wieder? Ja, aber ich glaube, du hast auch gesagt, dass du nicht weißt, ob du wieder anfängst. Du hast gesagt, du weißt es nicht. Also, du hast gesagt, du wirst mal gucken, aber du warst. Also, ich kann es halt verstehen, du warst schon ziemlich kaputt an dem Abend, als deine Konsole weg war, ne? Als dein Account gebrochen wurde. Ja. Und deine Ehre weggeworfen wurde. Aber ich glaube, da wäre jeder kaputt, wenn erstmal der ganze Account weg ist. Kaputt. Ich mag die, also ich persönlich, ich mag die Nördlichen ja noch, aber ich finde so Foltis, der momentan so der beste Anführer ist, so diese ganze Order und Eifer und ich finde, das ist einfach so, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Wollen wir mal wieder Ramen essen gehen? Oh ja, habe ich jetzt voll Bock drauf. Das ist. Der heißt halt Star OP-Rahmen.
Ja, der heißt Star-Opera. Es geht um Nudeln. Wir wollen billige Nudeln aus China essen. Das kannst du auch nicht schon so sagen. Nein, die sind ja nicht billig, wenn du die richtig im Restaurant isst. Okay. Oh nein, das ist der heftige Helge. Der heftige Helge. Gegen die heftige Helge können wir auf jeden Fall nichts machen. Außer... Ja, es gibt ein Rahmenrestaurant. Wir spielen die Packung Yum Yum. Nein. Packung Yum Yum? Ich box mich jetzt erstmal. Zu Weihnachten. Das ist das Einzige, was wir uns leisten können. Moin Zahnfee. Kriege ich jetzt meinen Euro? Ich hatte damals einen Zahn und das Kissen gelegt. Und rate mal, wer nicht erschienen ist. Ich glaube, wenn der erschienen wäre, hätte der Mutter damals noch mit dem Baseballschläger die anderen Zähne rausgeklappt. Nein. Wieso? Hat das deine gemacht? Ja. Blöd gelaufen. Gibt es am Ende der Season wieder eine Belohnung? Höchstwahrscheinlich. Ja, es gibt wieder Belohnungspunkte, je nachdem, wie hoch man in dem MR ist, welchen Rang man hat. Okay, wir könnten West ziehen, wir könnten Agarra ziehen oder wir könnten den Botchling ziehen. Ne? Es gibt drei Karten, die wir Prinz Willem ziehen wollen. Aber Armkonzept. Los, die Leute entscheiden jetzt, welche Frisur ich mir schneiden lassen soll. Glatze. Will ich den wirklich schon ausspielen? Ja, ich denke, ich werde Prinz Willem jetzt ausspielen. Okay. Ich habe wirklich überlegt, meine Haare noch länger wachsen zu lassen und das dann einfach an Krebskinder zu spenden. Mach doch. Ist doch in Ordnung, habe ich auch gemacht. Nur der Unterschied, dass du schon keinen mehr hattest. Keine Haare. Ja, dass ich das mal meine Haare benutzen konnte. Das ist voll gemein. Ich habe irgendwie Angst davor, dass er Soltan oder sowas ausspielt, der die ganze Reihe boostet. Was? Minipill? Was auch immer du meinst, Freeman. Wir haben jetzt auch mal einen Morgen Freeman. Soll ich jetzt ausspielen? Will ich das Senseless Blaze ausspielen? Ich denke, ja. Du willst Geld und ich keine Zähne. Mann. Also krieg ich das Geld. So verstehe ich das jetzt. Auch ohne Zähne. Three. Four. Five. Das ist eine Frisur. Okay. Ich google mal, was Minipill ist. Ich glaube, das ist nicht gut. Es kommen, Minipill ist übrigens eine Pille. Echt? Ja. Für die Frau. Nein. Ich meine, ich habe am Ende noch Ogwist, aber es wird sehr schwer, diese Punkte auf... Was hast du jetzt schon wieder? Den Minipill. Was ist der Minipill? In what hit? Irgendwas Holländisches. Ich rede vom Schneiden, nicht vom Frisieren. Das größte Problem ist, der wird auf jeden Fall noch Wimdy haben und Wimdy wird richtig gut Punkte bedeuten. Ich hoffe, dass er den jetzt ausspielt. Blue Dream. Achso, was will er sich wiederholen? Nenneke. Wie schaltet man im RB eigentlich die Mitte frei, die sich hier das Season ändert? Ja, Philipp, wie schaltet sich man in... Die wird nächste Season erst freigeschaltet und dann einfach mit den Punkten. Topfschnitt. Nee, danke. Die wilden 70er. Also... Meinst du jetzt im Buch da, wo du die ganzen Lieder hast? Wenn du da die Mitte meinst mit der wilden Jagdfraktion, die wird erst ab Januar freigeschaltet und dann einfach mit Punkten. Okay. Meinst du, das wird ausreichen? Das wird persönlich ziemlich knapp, habe ich so ein Gefühl. Ogwist wird zwar jetzt noch relativ gut Punkte machen, aber was ist seine letzte Karte? Er liegt 10 Punkte hinten, er muss eine Karte mit 8 Punkten ausspielen. Oh, er hat gewonnen, Plötze. Und Nenneke, dass er sich unsere Nenneke geholt hat. Okay, es war ein knapp. Punkt, zwei Punkte. Ja, es ist knapp, aber es ist trotzdem relativ gut. Ja, manchmal hat man auch Pech, ne? Manchmal reicht es einfach nicht. Manchmal hat man Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi.
Okay. Nein, unser Fenster, unser schönes Mosaikfenster. Das war eigentlich vollkommen egal. Wie verdient man am besten Ressourcen? Du spielst täglich. Mit dem täglichen Spielen kriegst du Belohnungspunkte. Diese kriegst du hier. Ne, wir haben jetzt 28 und diese Punkte, da gehst du einfach auf irgendein wunderschönes Knallköpfchen hier. Oh, geh mal auf ein Knallköpfchen. Lass mal vom Unsichtbaren. Und dann hast du hier in diesem Buch so eine Dinger drin. Sag und vom die, Unsichtbaren. Du willst vom Unsichtbaren? Ja, wir wollen von Unsichtbaren jetzt was holen. Und dann kannst du hier sozusagen reinskillen. Ne, hier kriegst du dann für einen Punkt, kann ich hier reinstecken, 50 Erz. Und so kriegt man am besten Ressourcen. Okay. Die Thronebreaker-Karten kosten nichts, wenn man sich das Spiel holt. Dann sind die alle umsonst drin. Ansonsten kosten die halt, weil man die sonst nicht spielen kann, mehr. Nee. Die Premium-Version kriegt man nur im Spiel. Ansonsten kosten die so viel wie eine Premium-Version. Das ist der Nachteil. Aber ich denke mal, da viele Thronebreaker spielen, die auch Gwent spielen. Naja. Denzel kostet 3000. Kostet echt so viel? 3200? So wie ich das verstanden habe, wird das mit den Punkten der jetzige Ranked Season freigeschalten. Die Ranked Season, die du hast, damit kriegst du halt Punkte. Und also wenn die Ranked Season vorbei ist, meinst du das hier? Das wird erst nächstes Jahr freigeschaltet sein. Das wird dann aber nicht mehr die Wild Hunt Season sein. Das heißt, den Rahmen wird es nicht geben. Da muss man ein Jahr warten, was ich furchtbar schade finde. Hier kannst du nächsten Monat reinskillen mit deinen Punkten. Das sind 3000. Okay, 3200 ist echt ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir machen noch ein Ranked Match. Das können wir uns noch erlauben. Ja, was heißt leveln? Du kriegst mit den Anführern deine Belohnungen halt. Ne? Also du kriegst mit den Anführern das, was du... Die ganzen... Nein, das ist der Usurper. Der Usurper ist böse gegen uns. Nein, Usurper. Nein, Usurper. Usurper, so hast du ihn gestern geschrieben. Ja, okay. Ich weiß, okay, deswegen ist wahrscheinlich keiner zu uns gekommen. Weil die alle dachten, was ist das denn für einer? Das Problem ist halt, unterscheidet unsere ganze Orderfähigkeit aus. Tja, Pech. Musst du was anderes spielen? Manchmal kannst du so furchtbar fies sein. Ich bin ja auch hier chaotisch und du der Ruhepol. Was sind Thronebreaker? Das ist auch noch eine Thronebreaker-Karte, der Bombheaver. Also es gibt schon ein paar relativ gute Karten, sag ich mal, für Thronebreaker, ne? Karten, die man sich auf jeden Fall holen sollte. Ketulis. Hinkehaven. Was denn? Man kann auch Gimpy Gervin sagen. Schön. Ketulis, Reynard Ordo. Peter Parker. Nee, der nicht. Prinz Willem ist zum Beispiel auch einer. Sieht aus wie eine Frau. Prinzessin Wilhelm. Okay, hat die Karte geblockt. Peter Parker. Clark Kent. Was gibt's denn noch für welche? Da wird auf jeden Fall sehr viel der Egg. Ja, Egg gibt's auch. Cordwell, stimmt. Eine Thronebreaker-Karte kostet 3200 Wucher. Naja, die Sache ist, die kommt halt aus dem Spiel. Also entweder man kriegt sie umsonst oder man kriegt sie halt nicht. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, dass die ein bisschen was kostet. Ne? Barnabas Mist. Beckenbauer, the one and only. Genau, Barnabas Beckenbauer. Diesen Namen. Ich finde den Beckenbauer immer noch den geilsten. Hier die neue aus der... Aus der CDU, die oberste, hat doch auch eine Alliteration. Kramp-Karrenbauer. What the fuck? Kann man sich so gut merken. Superhelden mit Alliteration. Bruce Banner. Okay, das Problem ist halt, ohne unsere Anführerfähigkeit fehlt diesem Deck halt was, ne? Wir leiden so ein bisschen mehr unter dem Usurper. Kauf dir Thronebreaker für 25 Tacken, das Spiel ist so top, du bekommst die Karten plus etliche Reward Points, Rahmen und so. Ja, du kriegst, also wenn du Thronebreaker spielst, kriegst du wirklich noch sehr viele Reward Points. Also für dieses Buch, für dieses Skillbuch, wo du auch nochmal gleichzeitig Ressourcen in Gwent selber reinkriegst, ne? Da, wie soll ich denn da noch rankommen? Ich dachte, ne? Die kosten nur 800. Achso. Und dann war auf einmal alles weg. Ja. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Die Kosten, also die Thronebreaker-Karten sind leider ein bisschen teurer, weil die aus dem Spiel kommen. Aber nein, die sind hochwertiger. Das Spiel teurer kostet, sagt das Spiel man kostet nicht. Nur 25 Euro und so, und ich habe es auf GOG habe ich schon für einen 10er bekommen. Ne?
Einfach wegen diesen ganzen GOG-Angeboten, die die einmal haben. Ey, kann ich tatsächlich noch doppelt auslösen, das ist gut. Ja, Dezember ist immer happig. Hab auch Weihnachtsgeld bekommen. Und hab bis jetzt sehr wenig für mich selbst ausgegeben. Ich hab auch kaum noch Geld. Ja. Ich müsste eigentlich auch noch Geschenke kaufen. Kriegst du nicht vor Weihnachten nochmal Geld? Nee. Ich muss ja auch, weil zwei meiner Familienmitglieder haben ja im Dezember Geburtstag. Was hast du denn mit deinem Geld gemacht? Nichts. Warst bestimmt wieder im Kino und so, wa? Nö. Nee. Weißt du, sogar diesen Monat gar nicht. Echt nicht? Nee. Ich wollte eigentlich noch gehen. Will ich noch was ablegen? Aber wir können noch ziemlich gut nachziehen, ne? Es hat zwar alles keinen Order-Effekt, aber... ich denke mal, I'm a Ballista, your command kann noch weg. I'm a Ballista, your command. Die lyrische... Gibt's die auch in Swarmbreaker? Ist das eine Swarmbreaker-Karte? Nein, das ist eine normale Witcher-Karte. Ich finde ja immer lustig, dass da der Zeichner steht oder der Illustrator. Finde ich aber ganz toll, dass sie das machen. Und da steht einfach Graphit Studio. Einfach ein Studio entwickelt. Hat keinen Namen, der Typ. Das also Geld war für Koks und Nunden. Nein, Koribo, die schmuggeln wir nur. Wir schmuggeln gar keine. Natürlich schmuggeln wir Koksnutten. Okay, den kann ich ablegen. Also Koksnutten. Also das ist eigentlich so, wenn die Hand den ich schlagen kann, dann merkt man wirklich, dass Freud das fehlt. Nutten, ne? Die vollgestopft sind mit Koks. Bei Philipp sind sie meistens vollgestopft mit Ventkarten, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Er hat da so einen Fetisch. Wo war eine... Es gab eine Anna... Guck mal, Triss. Da landet das Weihnachten. West hat übrigens gut, guck mal auf die Physics. Ja, ich weiß. Guck mal auf die Buchphysics. Ja, ich weiß, doch schön. Also, es ist halt echt. Es ist einfach nur ein Kunst, ne? Sahnehäubchen, ne? So. Also, die Brüste. Will ich irgendwas rausholen? Egal, ob es jetzt Anna oder sonstiges ist, der wird es höchstwahrscheinlich locken. Kann ja auch mit dem Botschling anfangen. West ist einfach nice. Na, ist Wes noch Single? Wes ist Single. Sie ist nur, ja. Na dann. Will ich wirklich Prinz Will? Ja, ich spiel mal Prinz Willem aus. Anna Stranger. Habe für die das ist nicht toll. Kleine Schuss mein letztes Geld ausgeben für Weihnachtsgeschenk. Ach Mensch. Wurde denn entschärft, ne? Bitte auch nicht mehr. Ah, er kann natürlich locker. Ich finde Titten ist immer so ein bisschen. Ja. Wes ist leider lesbisch. Oh. Wusste ich übrigens. Gibt viele lesbische in Witcher. Titten finde ich so abwertend. Titten? Irgendwie, ja. Ja, ist so abwertend. Ist irgendwie ein dreckiges ist, Wort. Es ist ein abwertendes Wort, das erwartest du. Ja. Das ist nicht schlimm, dass der gelockt wurde. Jetzt die Frage, was will ich entlocken? Ich kann mit der Gerber einen entlocken. Ich denke mal, ich werde Anna entlocken, weil die Karte wird wahrscheinlich sofort wieder gelockt. Aber Wes hat auch so diesen typischen Haarschnitt, ne? Das ist ein Armee-Haarschnitt. Aber die macht die Typen ziemlich fertig. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Typen auf ihre Brüste achten. Ach. Besinnliche Weihnachten, Koksnoten und Wes hupen. Hallo VJ. Wes ist ja auch dreckig, passt doch. Die ist wirklich manchmal ein bisschen... Also ich würde sie nicht dreckig, ne, ich würde sie überstürzen. Okay, er macht ihn kaputt. Ja, das hätte er mit jedem machen können. Warum dürfen eigentlich Männer ihre Brüste zeigen und Frauen nicht? Weil bei Frauen... Naja... Frauen haben da was zu zeigen, ne? Beim Brett. Manche Männer auch. Und das stört keinen. Doch. Also wenn ich meine Brüste zeige, werde ich immer angeschrien. Nicht von den Kindern. Zieh die Brust wieder Am hoch. Am schlimmsten ist, wenn er einen Bauchtanz macht. Ja, der ist sexy. Der ist voll sexy. So. Man kann aber in Witcher 2 mit Wes schlafen. Jede Frau hat Bedürfnisse. Man kann in Witcher mit so ziemlich jeder Frau schlafen. So eine Bücher, wenn das... Na gut, macht Geralt aber auch häufiger in den Büchern manchmal, ne? In Assassin's Creed konnte man auch mit jeder Frau schlafen. So gut wie jeder. Der hat echt jede... Also der spielt halt nur Block, ne? Es ist egal, was du spielst. Es ist alles nur Blocken. Block.
Gibt es einen Bauchtanz spezial zu Weihnachten? Please Step wünscht sich das. Wollen wir dir dann eine Weihnachtsmütze auf den Bauch setzen? Hast du schon von diesem neuen, Freeman wünscht sich das auch. Ja, Mann, kein Spaß. Mit Usurper. Hast du schon von diesem neuen, ich sag mal, Tanz gehört? Nein, aber kannst du bitte an Quake bei deinem Bauchtanz oder von hast du schon von diesem neuen Trend mal gehört? Nein. Da hast du, da ist, also es gibt Leute, die haben ihre Brust Rudolf gemacht und so tragen brustfrei, vor allem Frauen machen das. Da hast du so auf der Brust einen kleinen Rudolf, der Nippel ist die rote Nase und das wird alles so offen getragen. So ein Scheiß. Nicht? Ja, das kann sein. Du musst bitte immer an Crate brüllen, wenn du Bauchtanz machst. Und wenn du an Crate brüllst, musst du auf deinen Bauch hauen. Zerreißen! Nein, an Crate. Achso, falsche Text. Gott, das wird eine lange Prozedur, dir das beizubringen. Kann man die Thronebreaker-Karten wenigstens ganz... Nee, die kannst du leider nicht. Also ich glaube... ich weiß es nicht, Ola, aber ich glaube, die gibt's nicht im... Guck mal, wie sie gar nicht überzeugt ist, ja. Meinst du, der hat noch einen Lock? Ist wahrscheinlich ja, ne? Aber ich kann na, riskier's. Ja, müssen wir ja so. Also, wenn er noch einen Block hat, hat er noch einen Block. Aber der hat zweimal Alba. Also, er hat... Okay, er macht die Karte einfach kaputt. Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, mit der letzten Karte werden wir da nicht rüberkommen, weil es ein Ake ist. Er hat echt, also Aux, Agera, zweimal Alba, zweimal Dimitriums Shackeln. So, es, er hat eigentlich nur Blockkarten. Oh, Geradierten hat gedacht. Da hättest du, ja. Na, das ist halt das Problem. Foltest ist halt, oder diese Order-Karten sind ohne Foltest eigentlich richtig scheiße, weil die brauchen einfach nur... Scheiße! Die brauchen einfach eine Runde, bis sie aktiv werden. So. Mit Foltest ist das richtig toll. Ohne seid ihr Mist! Ja, ohne Foltest ist halt so ein Anführer der Leiter, glaube ich, unter Usurper ein bisschen mehr. Aber ja, ich mag diese Bedingungen für Karten nicht, das hat mich schon in anderen Spielen gestört. Es sind ja nur ein paar Karten, also es sind ja nicht viele. Also man kann sie ja auch noch umsonst kriegen, ne? Aber sie sind halt wirklich leider sehr teuer. Und man kann sie animiert leider nicht sonst kriegen, aber ja, da muss ich halt das Spiel dazu holen. Das Spiel ist aber auch nicht so teuer. Kremdal. Und man kriegt für dieses Spiel, also ich sag mal, wenn man Thronebreaker durchspielt, wir können mal ganz kurz gucken, wie viele Punkte das gibt, weil es gibt ja hier diesen Thronebreaker in den Contracts. Hier, Witcher Tales, ne, gibt's halt hier, was kriegt man? 1, 3, 5, 2, 1, 1, zähl mal mit. Warte. 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Du kaufst ja Thronebreaker, das ist ja nochmal ein separates Spiel, Please Steps. Also 25 Belohnungspunkte. Wo ist Supator und das neue Nerfguard? Das wird jetzt noch sehr lange gehen, ne? Der, ich hab den aber anders geschrieben, oder? Ich hab den paar O-Tu... Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwie habe ich ihn falsch geschrieben, ja. Ja, mittlerweile weiß ich. Das ist genauso schlimm wie die Mathelehrerin damals. Ich bin ein Fan von Milfgaard. Ich bin auch ein Fan von Milfgaard, oder? Auf jeden Fall kaufe ich das jetzt noch nicht. Billiger als Milfgaard. Du musstest... Also jetzt gibt es sowieso noch Probleme, jetzt weiß ich noch nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also für die Konsole würde ich es mir auch noch nicht holen. Erst nächstes Jahr wahrscheinlich. So, wir werden mal... Ich will nur die Cola. Die Cola.